da sein können, zuhören können, das ist eine große Lebenskunst. Im Film Smoke begegne ich einem Kioskverkäufer, der ganz unscheinbar da ist in Manhattan. Er hat eine verrückte Idee. Jeden Morgen um 8 Uhr vor Arbeitsbeginn fotografiert er so seine kleine Ecke. Und er sagt, das ist die Aufzeichnung meiner Welt. Ich meine, du bist zu schnell, du siehst die Fotos nicht richtig an. Ich finde, sie sind alle gleich. Sie sind alle gleich, aber trotzdem unterscheiden sie sich. Es gibt die hellen Morgen und die dunklen Morgen, es gibt das Sommerlicht und das Herbstlicht, die Wochentage und die Wochenenden. Du siehst Leute in Mänteln und Gummistiefeln und welche in Shorts und T-Shirts. Und so hat er 4000 Fotos, die vordergründig alle gleich aussehen. Wenn man aber genauer hinschaut, dann merkt man, jedes Foto hat wieder seine eigene Lebendigkeit. Langsamer, was? Das würde ich dir empfehlen.